Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Overwatch. Und wir werden gucken, was für einen Fall wir diesmal kriegen. Und wir kriegen natürlich wieder einen auf das 2. Warum können die Leute nicht mal eine andere Map spielen oder auf einer anderen Map hacken? Auf jeden Fall haben die Gegner schon mal einen Bot. Der ist geschenkt, der Kill. Unser The Suspect führt noch nicht die Riegen an. Die Zahlen wurden nicht angezeigt. Aber jetzt. Okay, Counter-Terrorists win. The Suspect hat geforst. Nautilus nicht. Sparrow auch nicht so wirklich. Geld kann ich nicht sehen. Deploying Flashbang. Robin hatte geforst, hat er gut genutzt, nicht. Macht keinen Schaden. Okay, 10. Könnte Wallhacks gewesen sein, das erste Mal. Gut. Mit Duels gegen Pro 90. Hat die Pro 90, auch wenn sie noch am Nachladen ist, einen leichten Vorteil. Wenn man mit den Duels einfach gar nichts trifft. Oder. Okay. Sah jetzt auch nicht komisch aus. Bis jetzt, muss ich sagen, relativ legit. Safari Mash. Dreckskin. Hässlich. Aber gut. Es soll Leute geben, denen Safari Mash gefällt. Ich glaube, es ist ein bisschen hoch. Ich weiß nicht, ob die einen hätte flashen können. Ja, die ist ganz gut gedacht. Okay, er hat ja gehört, dass es eine Flashbang gebraucht hat. Lol, den hat er gesehen. Aber einfach mal komplett ignoriert. Bis jetzt muss ich sagen, sieht das nicht nach einem Hacker aus. Also das hier ist, glaube ich, einfach nur... Bis jetzt kann ich da nichts zu sagen. Also in die Wand aimen sollte man nicht. Aber ich glaube, er wallhackt. Ich glaube, dass er zu viel weiß. Er hat das Crosshair zu früh runtergenommen. Bombe da zu planten. Der da Katas jetzt ist, war. Der ist, glaube ich. Den hat er gehört. Der hat ja schon 1000 Kilometer vorher gesteppt. Den Naoto-Tucker. Gott. Warum, Gaben? Warum tust du mir das an? Ich weiß, Naoto-Tucker ist stark, aber das ist auch das Problem. Warum ich Auto-Tucker nicht mag. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach in feindliche Hände gerät und dann alles wegfickt, ist einfach so hoch. 2 CTs, 3 CTs pushen lang, einer kurz. Und ja, B ist clear. Deswegen wird auf B geplantet. In der Ecke. Richtig kacke. Weil man einfach... Die Bombe kann man davon nirgendwo deffen. Als T. Von nirgendwo. Er müsste einen gesehen haben, Doors.
Ich hätte da rumgezogen, aber er hat gezögert, weil er den anderen gesehen hat. Also so wie er spielt, glaube ich, dass er wallhackt. Die Granate trifft gar nichts. Na gut. Standard-Kill. Schaut. Autotucker. Was für ein Luck er hat. Wie kann man nur so einen Luck haben? Die Hitboxen beim Planken sind einfach so frech. Den hat er, glaube ich, nicht gehört. Den hat er gesehen. Von der Reaktion her, den hätte ich auch nie gehört. Ich persönlich. Und vom Verhalten her, ich glaube nicht, dass er ihn gehört hat. Er hat ihn gesehen. Er muss mich jetzt davon überzeugen, dass er kein wallhackender Spasti ist. Also, ich glaube, Aimer hat er nicht. Aber er wallhackt meiner Meinung nach. Die Teammate war auch wieder richtig nice. Einer short, einer lang. Short down. Ja, wird direkt lang gepiekt. Der hat einen Wallhack. Da bin ich mir sehr sicher. Echo bei CT ist auf Cat. Aber Cat hat auch nur eine M4 gekauft und eine Pistol. What the fuck? Die Granate auch vollkommen bescheuert. Die Smoke liegt, glaube ich, nicht optimal. Ja, doch, ist in Ordnung. Oh, das ist jetzt ziemlich kacke. Boah, da haben sie aber Luck gehabt. Da haben sie richtig krass Luck gehabt, dass sie da nicht noch defused wurden. Zielhilfe glaube ich keine, auch wenn er natürlich viele krasse Frags gemacht hat. Viel Headshots und so weiter. Sah für mich aber nicht so danach aus. Ich bin mir ziemlich sicher mit dem Wallhack. Also da waren schon einige Situationen, da hat er komisch reagiert. Da hätte ich persönlich in der Situation anders reagiert. Ja, anderweitiges Hacking, Griefing haben wir hier nicht. Hat keine Teammates getötet. Oder was auch immer, hat nicht gebunnyhoppt bis zum geht nicht mehr. Das ist so mein Urteil. Und was sagt ihr dazu? Schreibt doch einen Kommentar unter dieses Video. Und gebt auch Feedback. Darüber freue ich mich sehr. Und abonniert mich, wenn ihr möchtet. Wenn euch meine Videos gefallen. Vielleicht habt ihr es auch schon getan, dann müsst ihr das natürlich nicht nochmal machen. Außer ihr möchtet es, macht ruhig gerne noch weitere Accounts und abonniert mich. Tut das gerne. Habe ich kein Problem mit. Wie auch immer es sei, ich verabschiede mich. Sage bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein, wenn ich Overwatche. Bis dann. Tschüss.